Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Diesen Monat steht ein kosmisches Großereignis auf dem Programm, nämlich der Zeichenwechsel von Saturn in den Steinbock. Für euch lohnt es sich auf jeden Fall, in einer persönlichen Beratung mehr darüber zu erfahren. Da bin ich dann natürlich auch gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorff.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal ein schönes Geschenk zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Ich trage hier den Steinbock, für euch wäre es dann eins mit dem Waage-Symbol. Und mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Im Dezember kommt ihr leicht ins Gespräch und Solo-Wagen haben jede Menge Gelegenheit zum Flirten. Wahrscheinlich gibt es schöne Weihnachtsfeiern in der Nachbarschaft. In der zweiten Monatshälfte werdet ihr nachdenklicher, denn ihr spürt, dass wichtige Entscheidungen für das neue Jahr anstehen. Jetzt schauen wir uns die Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, den lange wirkenden Konstellationen, und da ist unglaublich viel los in eurem Horoskop. Seit November und bis zum 6. August 2018 geht die wilde Göttin Lilith durch das Zeichen Steinbock und damit in eine Spannung zur Waagesonne, und das Ganze hier unten in eurem vierten Sonnenhaus. Das wird eine Zeit, wo ihr euch verstärkt damit auseinandersetzen müsst, welche wilden und instinkthaften inneren Bedürfnisse ihr vielleicht unterdrückt, um euch nach außen hin anzupassen und gut auszusehen. Ihr seid dann vielleicht nicht mehr so schnell bereit, Kompromisse einzugehen, oder ihr werdet durch Töchter oder andere Frauenfiguren in eurer Familie herausgefordert. Mehr zu diesem wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special »Gehe deinen eigenen Weg«. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation eingegangen und was sie für die 12 Sternzeichen bedeutet. Im Dezember spüren dieses Quadrat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 25. und 30. September Geburtstag haben. Ja, dann haben wir Jupiter, der steht ja jetzt im Skorpion und damit in eurem zweiten Sonnenhaus. Damit steht er im Finanz- und Wertebereich eures Horoskops und zeigt an, dass ihr mit einer finanziell günstigen Phase rechnen dürft. Auch eurem Selbstwertgefühl kann dieser Transit sehr gut tun. Ihr werdet euch nämlich bewusst, welche Potenziale in euch schlummern. Eure inneren Schätze werden jetzt sichtbar. Und das wiederum festigt euren Glauben an euch selbst und euren Optimismus, wodurch ihr wiederum gute Gelegenheiten in euer Leben zieht. Alles über die mythologische und die tiefenpsychologische Bedeutung dieses Transits erfahrt ihr in meinem Video »Finde den verborgenen Schatz«. Jupiter bildet jetzt keinen Hauptaspekt mehr auf eure Sonne, aber vielleicht zu anderen wichtigen Planeten in eurem Horoskop oder zu eurem Aszendenten. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Ja, dann ist weiterhin sehr bedeutsam für euch das Quadrat zu Pluto hier im vierten Haus, vierten Sonnenhaus. Pluto hat bereits schon für viele Wagen große Umwälzungen der häuslichen Situation gebracht, Umzüge, auch der Verlust von wichtigen Menschen, Mutterfiguren kann damit betroffen sein, Geheimnisse in der Familie, Schwierigkeiten auch mit den Ahnen, ja, mit der vorherigen Generation. Also das ist schon ein gewaltiger Transit für euch. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, in welches Haus der in eurem individuellen Horoskop fällt, ist es eben auch einfach ein Quadrat, das heißt ein harter Spannungsaspekt auf die Waagesonne. Das fordert euch sehr heraus. Pluto möchte, dass ihr euch transformiert, und kann sein, dass euer Innerstes nach außen gekrempelt wird oder umgekehrt. Auf jeden Fall ist das eine Zeit, wo ihr wirklich getestet werdet, ob ihr authentisch seid, ob ihr das macht, was ihr machen wollt, und viele Herausforderungen auf euch zukommen. Auch das wäre eine Sache, die man in der Beratung mal näher anschauen sollte. Und dieses Quadrat spüren jetzt im Dezember die Geburtstagskinder vom 10. bis 13. Oktober. Ja, dann haben wir ja noch bis zum 20. Dezember Saturn in einem Sextil zu eurer Sonne, also in einem Substanzaspekt. Der steht im Moment noch im dritten Haus für die allerletzten Geburtstagskinder vom 20. bis 23. Oktober. Und ab dem 20. Dezember geht er dann ins Quadrat in den Steinbock und damit
auch in einen harten Aspekt zur Waagesonne. Und dieser Transit wird einen großen Einfluss auf euer Leben ausüben, auch für die Waage-Aszendenten. Denn Saturn wird dann nacheinander für alle von euch dieses Quadrat bilden, entweder zur Sonne oder eben zum Aszendenten. Und das bedeutet, dass ihr wichtige Entscheidungen treffen müsst, die euch nicht leicht fallen werden. Für euch ist es sehr wichtig, dass ihr euch klar macht, dass jede Entscheidung eine besondere Kraft hat. Hat man sich erstmal durchgerungen, in welche Richtung man nun weitergehen will, dann bekommt man auch Unterstützung durch andere Menschen und auch durch die Umstände, die einem dabei weiterhelfen. Wenn ihr dagegen verharrt und versucht, Situationen auszusitzen, weil ihr euch nicht entscheiden könnt, also Situationen, in denen ihr eigentlich eine Entscheidung fällen müsstet, dann ist der Frust programmiert. Von der Hausstellung her geht Saturn jetzt hier ins vierte Sonnenhaus. Das bedeutet, es geht um Themen rund um die Familie, die Wohnsituation und auch das Gefühl, wo ihr verwurzelt seid. Da werdet ihr wahrscheinlich Entscheidungen treffen müssen, sei es, ob ihr umziehen wollt, sei es, ob ihr eine familiäre Situation beenden wollt. Wenn ihr zufrieden seid, dann warten neue Aufgaben oder eine neue Verantwortung auf euch, die ihr in den kommenden 2 bis 3 Jahren in Angriff nehmen könnt. Mit Saturn im Steinbock könntet ihr zum Beispiel auf die Idee kommen, euch ein Haus zu bauen. Es geht darum, ein Fundament zu legen für eine Zukunft, in der ihr euch zu Hause fühlen könnt. Als erste empfangen im Dezember die Geburtstagskinder vom 23. bis 26. September den neuen Saturn-Aspekt. Und alles über diesen wichtigen Saturn-Transit, wie lange er dauert, wann Saturn durch welche Dekade geht und auch die Deutung für alle 12 Sternzeichen, das erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special, die Kunst zu manifestieren. Und schließlich haben wir dann auch noch die Opposition zu Uranus. Der steht ja immer noch gegenüber von der Waage hier in eurem Partnerhaus und sorgt dafür, dass es da auch viel Trubel gibt, dass ihr sehr interessante Leute kennenlernt und möglicherweise eben auch, dass ihr euch in eurer Partnerschaft vielleicht eingeengt fühlt. Saturn bringt ja so einen Wunsch nach, Uranus ist es, der bringt ja so einen Wunsch nach Freiheit und Durchbruch. Und da kann es eben auch sein, dass ihr vielleicht denkt, oh, eure Partnerschaft ist langweilig. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass ihr euch vielleicht trotz einer Partnerschaft irgendwie alleine fühlt, weil jetzt der Partner hier so uranisch alleine unterwegs ist. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Auch das müsste man mal sich individuell anschauen. Und diesen Aspekt empfangen jetzt im Dezember die Geburtstagskinder vom 17. bis 20. Oktober. Es wird auch gleich nochmal spannend, weil wir auch den Mars in Opposition dazu haben. Und dazu komme ich jetzt, denn jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen an. Ja, am 1. Dezember sieht es gut für euch aus. Die Sonne steht im Schützen, in der 2. Dekade, Merkur auch im Schützen, 3. Dekade. Und die Venus ist auch soeben ins Zeichen Schütze gegangen, in die 1. Dekade. Und das ist sehr angenehm für euch. Da kommt ihr ins Gespräch, ihr habt Spaß an interessanten Neuigkeiten und wahrscheinlich sind eure Nachbarn auch sehr aktiv und laden euch vielleicht zu einer Weihnachtsfeier ein. Außerdem ist das gut, um euch in der Weihnachtszeit mit euren Geschwistern zu treffen. Die Venus im 3. Haus, das ist auch ein schöner Aspekt für Liebesgeflüster und für Gespräche, die zum Einstieg in einen Flirt werden können. Allerdings werden diese Planeten im Schützen in einen konflikthaften Aspekt zu Neptun gehen. Das sieht man hier schon mit der Sonne. Und das eben auch die Venus später noch. Und die ist ja eure Herrscherin. Venus und Neptun in Spannung, das begünstigt Heimlichkeiten und Missverständnisse, Flirts, aber auch Liebesverwirrungen. Und das kann sich in der ersten Monatshälfte ergeben. Ihr solltet sowas nicht zu ernst nehmen. In Gesprächen wird mehr versprochen, als gehalten werden kann. Wobei das allerdings sehr viel Spaß macht. Also genießt es einfach, aber gebt nicht zu viel drauf. Und diese Phase der möglichen Missverständnisse und Unklarheiten dauert bis Mitte Dezember. Dann haben wir zu Monatsbeginn eine Konstellation mit Mars und Uranus, die einige Liebesaufregungen mit sich bringen kann, vor allem für die Waagen der 3. Dekade. Die gehen dann ungewöhnlich forsch und kess auf jemanden zu, der ihnen gefällt. Wenn es da zu kleinen Scharmützeln oder Überraschungen kommt, dann wird das als anregend und lustig empfunden. In bestehenden Beziehungen müsst ihr dagegen ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht einen Streit anzettelt. Der Romantikaspekt hier zwischen Jupiter und Neptun, der fällt jetzt für die Waagegeborenen nicht unbedingt in den romantischen Bereich des Horoskops.
sondern in die Sektoren hier für Geld und Job. Aber vielleicht flirtet ihr ja mit eurem Banker oder mit jemandem auf der Arbeit. Es gibt ja durch die vielen Weihnachtsfeiern wahrlich genug Gelegenheit, sich mit Kollegen zu amüsieren. Vielleicht zeigt der Aspekt auch an für euch, dass ihr besonders großzügig im Geschenkekaufen seid und viel Freude daran habt, mit der Aussicht auf Weihnachten Geld für schöne Dinge auszugeben. Und die Sterne lassen vermuten, dass ihr euch das auch leisten könnt. Der Vollmond am 1. Advent, das ist der Sonntag, der 3.12., der steht günstig zur Waagesonne und kann für euch zu einem Top-Tag werden, wenn ihr etwas Schönes unternehmt. Waagegeborene der 3. Dekade können zum Beispiel einen heißen neuen Flirt anfangen. Lasst den Tag nicht ungenutzt verstreichen. Am 3. Dezember wird auch der Merkur rückläufig im Schützen. In den kommenden 3 Wochen müsst ihr also damit rechnen, dass das Potenzial für Missverständnisse gerade auch bei Liebesbotschaften erhöht ist. Also immer locker bleiben und bei Verabredungen lieber nochmal nachfragen, damit man sich nicht verpasst. Wie gesagt, wir haben noch bis zum 11. Dezember Konstellationen mit der Venus, die Dreiecksgeschichten und heimliche Liebschaften anzeigen. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem schöne Liebeschancen gibt. Besonders an diesen beiden Top-Tagen. Das wäre Donnerstag, der 7. und Freitag, der 8. Dezember. Da aktiviert der Mond zuerst die Venus. Das zeige ich euch nochmal eben. Der Mond steht dann hier im Löwen und verbindet sich mit der Venus im Schützen und dann anschließend mit dem Mondknoten, mit dem Schicksalsanzeiger, der auch anzeigt, dass man jemanden Wichtiges treffen kann. Und deswegen ist das eine super Zeit für neue Begegnungen. Am 9. Dezember tritt der Mars dann in den Skorpion ein und geht damit in euer 2. Sonnenhaus. Und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Mars im Geldhaus ist ein guter Geldeintreiber. Wenn euch also jemand etwas schuldet, verlangt es jetzt zurück. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass Leute, denen ihr was schuldet, jetzt auf euch zukommen und dann solltet ihr das auch begleichen. In der Liebe bedeutet Mars im Skorpion, dass die Stimmung emotionaler und etwas komplizierter wird. Vielleicht fühlt ihr euch nun auch leicht angegriffen, wenn es um euren Selbstwert geht und ihr euch in Frage gestellt fühlt. Oder euer Partner neigt in den nächsten Wochen zur Eifersucht. Vor allem, wenn es ein Skorpion, Stier oder Löwe ist. Ja, dann haben wir ab dem 10. Dezember noch einen Übergang von der Venus. Die bestrahlt nämlich dann ab dieser Zeit die 2. Dekade der Waage günstig hier aus dem Schützen heraus. Und ab dem 12. Dezember geht die Sonne in die 3. Dekade und bildet dann einen günstigen Aspekt für die 3. Dekade der Waagegeborenen. Ja, ab dem 12. Dezember geht auch die Phase der Schwärmerei langsam zu Ende und man sieht so manche Flirtsituationen nüchterner. Es wird sich zeigen, dass vieles nicht so heiß gegessen wie gekocht wird. Falls ihr Klarheit sucht und Entscheidungen für eure Zukunft treffen wollt, dann bekommt ihr dazu Gelegenheit in der Neumondphase. Und zwar vom Sonntag, den 17. und Montag, den 18. Dezember. Der Neumond wird exakt am 18. morgens um 7.30 Uhr. Und der Sonntag, der 17., ist ein Top-Tag für euch. Da solltet ihr euch Zeit nehmen für eine Neumond-Meditation. Das ist eine ganz wichtige Zeitqualität, denn der Neumond findet in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum statt. Das heißt, wir können dann die kosmische Weisheit anzapfen. Und das Ganze steht in Harmonie zur Waagesonne. Vor allem im Hinblick darauf, dass ihr diesen unglaublich wichtigen Saturn-Transit vor euch habt, solltet ihr diesen Neumond für eine Meditation nutzen und das Universum um Hilfe und Lösungen bitten. In den kommenden 2 Wochen solltet ihr dann auf eure innere Stimme lauschen und ihr werdet Antworten bekommen. Ab dem 18. Dezember geht dann die Venus in einen günstigen Aspekt für die 3. Dekade der Waagegeborenen. Der wichtige Neumond, der euch bei Entscheidungen helfen kann, ist eine Art Vorbereitung für den Eintritt von Saturn ins Zeichen Steinbock, der am 20. Dezember stattfindet. Und damit geht der Saturn dann bei euch ins 4. Haus der Familie. Das heißt, ihr werdet wichtige Entscheidungen treffen, die mit eurer Familie, eurer Herkunft und euren Wurzeln zu tun haben. Ihr werdet Verantwortung übernehmen müssen und vielleicht einen großen neuen Lebenszyklus beginnen. Falls ihr spürt, dass da etwas im Gange ist, wäre das ein ganz wichtiger Anlass, eine astrologische Beratung in Anspruch zu nehmen, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Und schaut euch dazu meinen Videovortrag über den Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Der Zeichenwechsel von Saturn wird direkt gefolgt von der Wintersonnenwende, wenn die Sonne dann in den Steinbock geht, nämlich genau
am 21. Dezember um 17.27 Uhr. Diese Konstellationen verschmelzen sozusagen und zeigen uns, dass wir an einem wichtigen Wendepunkt stehen. Kurz darauf, nämlich am 23. Dezember, wird dann der Merkur wieder direktläufig und jetzt seht ihr langsam klarer, was eure Lebenssituation und eure Pläne angeht. Zu Weihnachten spürt ihr vielleicht schon, ob ihr da seid, wo ihr hingehört. Das kann eure Familie sein oder eure Wahlfamilie oder einfach ein Ort, an dem ihr euch fest und sicher verwurzelt fühlt. Wenn ihr denkt, ja, das sind die Menschen, mit denen ich auch in Zukunft Weihnachten feiern möchte, dann wird der Saturn-Transit euch viele Möglichkeiten schenken, auf dieser Basis Neues zu manifestieren. Vielleicht merkt ihr aber auch, dass ihr etwas zu Ende bringen müsst und dass ihr eure Zukunft an anderen Orten und mit anderen Menschen verbringen wollt. Dann wird es Zeit, dafür Zukunftspläne zu machen. Am 25. Dezember geht dann auch die Venus in den Steinbock und verbindet sich dort mit Saturn. Alles bei euch im vierten Sonnenhaus. Das heißt, ihr habt dann insgesamt 5 kosmische Kräfte in eurem Familienhaus stehen. Das wird euch sicherlich auch über die Feiertage stark anregen, immer wieder über eure Vergangenheit und Zukunft und eure familiäre Situation nachzudenken. In den Tagen vor dem 29. wird sich die Venus dann hier auch mit der Lilith verbinden. Da treffen sich dann 2 recht gegensätzliche Göttinnen. Das habe ich euch ja schon in meinem Lilith-Special erläutert. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass das schwarze Schaf der Familie plötzlich bei euch auftaucht oder auch, dass ihr einen inneren Konflikt habt zwischen dem Bedürfnis, eurem Wunsch nach Freiheit nachzugeben und für die Familie da zu sein. Das werden nochmal ein paar spannende Tage. Die Konstellationen zu Silvester werden euch sicherlich zum Feiern anregen. Vielleicht habt ihr auch Lust, Silvester in einer anderen interessanten Stadt zu verbringen, denn die Sterne stehen gut für eine kulturelle Kurzreise. Vielleicht arbeitet ihr aber auch selbst zu Silvester und verdient dabei gutes Geld, denn ihr habt dann eine Power-Konstellation im Geldhaus. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.